ich Ansprache. Ich sag das wohl immer so unvorbereitet. Ich habe jetzt noch gar nichts überlegt. Gemeinheit hier. Also wir machen jetzt einen Geocache. Ja, einen sogenannten Höher von Mikamifizu. T5. Genau. Weil der Cache nämlich da oben ist. Und da geht jetzt der Thorsten auf. Der war zwar schon mal oben, aber nachdem der unser erfahrenster Kletterer ist, muss er erstmal die Vorstich für uns übernehmen. Meine Azubis können leider noch nichts. Dann geht der dann auf. Oder auch nicht. Und der da, der will auch noch nach. Das bin ich. Und die da, das ist Cache Dog Sensi. Die passt so lange auf die Rucksäcke. So, jetzt weiß ich nicht, ob man es sieht. Da oben ist der Cache. Ist das Spoiler, wenn man das filmt? Weiß ich nicht, ich muss den sieht alles nach Ledern aus. Die Besteigung des Baumes beginnt. Ja. Odysseus der Böppe. Doppel heißt aber nicht Doppelpunkt. Deutscher Pisserbund, nee, Pfadfinderbund heißt es. Da will jemand Ärger haben. Da muss ich den Fächer noch höher hängen. Da will jemand auf dem Baum bleiben. So ein Gefallen habe ich. So. So, nachdem der Odysseus jetzt ein Stück. Odysseus geht jetzt ein Stück höher rauf im Vorstieg und wird unten von unten gesichert. Wenn nicht, ich hätte noch eine, willst du gleich mitnehmen? Da oben hängt er. Ja klar, das ist ja da. Ja. Hast du die auch mit der Namen versehen? Da ist er, eine ähnliche. Da ist ein schwarzer Strich an der Verpackung. Ja, okay. So, dass man die am Schiff wieder auseinanderhalten kann. Ja, und das sind die zweite von unten dann. Okay. Du sagst halt, wenn ich mehr Stoff ziehen soll oder mehr locker, ne? Erstmal locker, ja. Wenn ich fallen sollte, schnell fallen. So, es geht jetzt weiter, Odysseus geht jetzt weiter im Vorstieg hoch, um das Seil für die Nachwuchs-T5-Cacher da oben sicher anzubringen. DG7NCD steht hier unten, das ist Jena hier, und sichert. Wir wollen ja nicht, dass unser T5-Spezialist abstürzt beim... Sonst müssen wir uns eine Leiter kaufen, ja, das ist, oder eine lange Stange. Oder eine lange Stange, genau. Also, ich muss dann überlegen, wie wir weiterkommen. Das hält ich, glaube ich, nicht. Ja, das wollte ich ja deswegen auch dazu. Ich hätte meinen Nachbarn mal fragen sollen. Machst du mal zu? Ja. Mein Nachbarn hätte ich fragen sollen, Diplom-Forstwirt, Waldarbeiter, der hat alle Ausrüstung, um darauf zu gehen. Geh mal weiter darüber, da sehe ich dich besser, weil mich sonst die Sonne. Da. Du musst dich wahrscheinlich aber nicht loslassen, dass du durchkommst. Ja. Ja. Mal wieder. Ja.
Vielleicht schießt sich ein Stück auf. Ja. Ein fahren lassen, vielleicht schießt sich ein Leder auf. Nee, da wäre ein D1 draus, weil dann der Baum eingeht und knickt, legt sich um. Ja, wir dürfen ja nicht so sehr eichern von Saft, wenn ich bin. Genau, wir sind oben. Wo ist denn das Logbuch? Er steht unten. Wir sind oben, er steht unten und wedelt mit dem Logbuch. Habt ihr was vergessen? Sucht ihr was? Ja. Was soll euch passieren? Gesundheit. Also das Miese ist halt eigentlich als Kreuz- und Querhochkletter. Ist nicht mit der Seilführung scheiße, sondern das ist ganz schön reiten. Ha. Aber das Risiko geht man ein. Für die Sicherheit. Und alle die Pfeile, die knapp sind. Aber gut reiten dann. Ein paar Meter oder ein paar Meter 50? Weiß ich nicht. Wäre eine Möglichkeit, weil das ist das neuere Seil. Ja. Das hält mehr aus. Auf jeden Fall, Klappentiger geht auf jeden Fall am Roten hoch. Würde ich sagen. Weil da weiß ich, das hält. Ja. Weil beim Blauen, das hat schon, ist schon in die Jahre gekommen. Ja, da gehe ich auch schon mal am Roten hoch. Ne? Ja. Da hättest du das andere eigentlich gar nicht. Ach so, das kriegst du rote, kriegst du den runter mehr. Ne? Eben das. Die einzige Möglichkeit wäre.